Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es wieder um die Gruppenphase der WM 2018. Die Analyse bekommt ihr nach dem Intro. Ja Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im letzten Video ging es um die Gruppe A. Wenn ihr die Analyse noch nicht gesehen habt, dann folgt unbedingt diesen Link. Heute aber beschäftigen wir uns mit der Gruppe B der WM. Hier sind Portugal, Spanien, Marokko und Iran in einer Gruppe. Für den einen oder anderen mag das schon eine ganz einfache Aufgabe für die zwei Favoriten Spanien und Portugal klingen. Aber lassen wir uns da nicht mal täuschen. Wir fangen gleich mit Portugal an. Was war denn das für eine Sensation bei der letzten Europameisterschaft, als die Portugiesen wirklich unerwartet Europameister wurden? Eder, der mittlerweile Heldenstatus genießt, schoss die Portugiesen in der Nachspielzeit gegen Frankreich zum Sieg. Aber nun zu den Fakten. Portugal liegt in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 3 und ist schon nun zum 6. Mal dabei. So ganz schlecht sieht ihre Bilanz auch nicht aus. Zweimal schafften sie es bis zum Halbfinale. Dass dieses Team Weltklasse-Fußballspieler besitzt, weiß jeder und deswegen gehen sie für mich auch mit Spanien als die Favoriten. Der Trainer Fernando Santos trainiert die portugiesische Nationalmannschaft nun schon seit 2014. Ja, und der Höhepunkt dieser Amtszeit war der EM-Sieg 2016 natürlich. Er hat mit seiner Mannschaft Geschichte geschrieben und wird von vielen Portugiesen bewundert. Er stellt seine Mannschaft in einer 4-4-2-Formation auf. Ganz vorne mit Superstar Cristiano Ronaldo und eventuell dem AC Mailand-Spieler André Silva. Im Spiel aber kann sich die Formation ab und zu ändern, zum Beispiel in einer 4-3-3-Formation mit Cristiano als einzige Sturmspitze und zwei Außenflügelspieler. Ja, wer der Superstar im Team ist, da müssen wir uns nicht streiten. Er ist eine lebende Legende des portugiesischen Fußballs und mit Lionel Messi der beste Spieler der Welt. Über die Messi-Ronaldo-Geschichte kann man sich noch jahrelang streiten, aber am Ende muss man einfach zugeben, dass beide unfassbare Fußballspieler sind und wir froh sein können, ihre Ära erlebt zu haben. Mit seinem 5. Ballon d'Or hat er es geschafft, Messi auszugleichen und fügt somit seinem Trophäenmuseum, kann man schon sagen, noch einen Teil hinzu. Was denkt ihr, wer packt es im nächsten Jahr? Wieder Ronaldo oder Messi oder erleben wir endlich mal einen Wechsel? Schreibt mir doch eure Meinung in die Kommentare. Und somit zum zweiten Favoriten der Gruppe B, Spanien. Der EM-WM-EM-Sieger aus dem Jahr 2008, 2010 und 2012 ist der 6. in der FIFA-Weltrangliste und darf sich freuen, schon zum 14. Mal dabei zu sein. Zweimal schaffte es man in das Halbfinale und einmal im Finale 2010, wo sie dann auch Weltmeister wurden. Mit einer breiten Auswahl von Weltklasse-Spielern hat es der Trainer Julen Lopetegui sicher nicht einfach, die richtige Elf aufzustellen. In einem 4-3-3 stellte er aber gerne seine Mannschaft auf. Im Laufe des Spiels rotiert sich die Mannschaft gerne in einem 4-1-4-1 oder in einem 3-4-3 mit sehr hochstehenden Außenverteidigern. Das hat natürlich den Vorteil, dass man in der Offensive ein Überzahlspiel hat und somit der Gegner es wesentlich schwerer hat, den Ball wegzunehmen. Die Auswahl zum Star der Mannschaft ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Diesen Titel haben echt einige Spieler verdient. Aber am Ende habe ich mich für Sergio Ramos entschieden. Ja, dieser Mann ist einfach der Beste oder einer der besten Verteidiger der Welt und trifft sowohl für Land als auch für Club. Außerdem glänzt er als Kapitän und ist eine wichtige Führungsrolle Spaniens. Genug Respekt hat er sich mittlerweile schon durch seine Karriere aufgebaut und verdient daher diesen Titel. Natürlich gäbe es da noch De Gea, der ein unglaublicher Torhüter ist, oder sogar Iniesta, der Mittelfeldspieler, der in seinen Glanzzeiten alle zum Staunen gebracht hat. Und auch Isco fand ich in der Qualifikation sehr, sehr gut. Im Großen und Ganzen ist das wirklich eine Top-Mannschaft und ich freue mich, sie schon spielen zu sehen. Der dritte in der Gruppe ist der FIFA-Ranglisten 40. Marokko. Sie waren viermal dabei und kamen 1986 sogar ins Achtelfinale. Die letzte WM liegt schon etwas länger zurück, 1988, und deswegen war die Freude über den Einzug sehr, sehr groß. Trainiert werden sie von Hervé Renard. Er ist der erste Trainer, der den afrikanischen Nationenpokal mit zwei verschiedenen Mannschaften gewann. Und zwar im Jahr 2012 mit Sambia und 2015 mit der Elfenbeinküste. Er übernahm
übernahm 2016 die Mannschaft und brachte die Marokkaner jetzt zur WM. Mit einer 4-3-3 stellt er seine Mannschaft auf, wie zum Beispiel mit bekannten Spielern wie Belhanda von Galatasaray Istanbul oder das Talent von Real Madrid Hakimi. Wie sich die Mannschaft von Renard aber schlägt, bleibt abzuwarten. Ja, mit den Stationen Rom, München und Juventus hat sich Mehdi Benatia den Superstar-Titel verdient. Der mittlerweile 30-Jährige steht schon wahrscheinlich am Ende seiner Karriere und will deshalb umso mehr was mit seiner Mannschaft im Turnier reißen. Zu guter Letzt kommt Iran, die sich als erste asiatische Mannschaft für die WM qualifizierten. Auf der FIFA-Rangliste stehen sie momentan auf Platz 32 und nehmen zum 4. Mal an einer WM teil. Weiter als in der ersten Runde kamen sie aber leider noch nie. Ob es diesmal mit der starken Konkurrenz in der Gruppe besser wird, ist daher zu bezweifeln, aber niemals nie sagen. Der Trainer Carlos Queiroz ist ein erfahrener portugiesischer Trainer und hat schon 2014 die Iraner zur WM gebracht. 2010 gelang ihm das auch mit seinem Heimatland. Unter anderem schaffte er es mit der U20-Nationalmannschaft von Portugal zweimal die U20-WM zu gewinnen. Er stellt die Mannschaft in einer 4-2-3-1-Formation auf mit wie den ehemaligen Bundesligaspieler Ashkan Dejaga. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Mannschaft mit dieser Formation versucht, kompakt zu stehen und dann auf Konter zu spielen. Klingt natürlich in der Theorie ganz einfach, ist aber in der Praxis ohne die notwendigen Spieler schwer umzusetzen. Nun aber zum Star der Mannschaft oder besser gesagt der Qualifikation, Sardar Azmoun. Der 23-Jährige spielt bei Rubin Kazan und hat einen Marktwert von 9 Millionen Euro. Hört sich zwar nicht viel im Jahre 2018 an, aber der Junge hat großen Anteil an der frühen Qualifikation seiner Mannschaft. Ansonsten sind wir gespannt, was er in der WM leistet und ob es in seiner Karriere mal einen Wechsel zu einem großen Verein gibt. Wir sind auch schon am Ende dieser Folge gelangt. Hier seht ihr jetzt meine Einschätzung zu Gruppe B. Ich denke, dass ein Nicht-Weiterkommen von Spanien und Portugal hier alles andere als unwahrscheinlich wäre. Spanien gehört meiner Meinung nach als Favorit zum Gruppenführer und zum WM-Titel. Iran hat meiner Meinung nach das Potenzial auf Platz 3. Ansonsten lassen wir uns aber gerne überraschen. Vielleicht klappt es ja zu einer Sensation. Was meint ihr? Welcher Trainer dieser vier Teams ist im Vergleich der Beste? Und gehört Spanien wirklich mit im WM-Titelrennen? Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert unbedingt diesen Kanal. Bis dahin verabschiede ich mich wieder und bis zum nächsten Mal.